Also auch von meiner Seite her herzlichen Dank für die Einladung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Saal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, zu Hause vor dem Bildschirm. Es freut mich sehr, dass ich heute über Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten aus der Sicht der Naturheilpraxis oder Naturheilpraktik von den traditionellen europäischen Naturheilkunden etwas erzählen darf. Ich bin Naturheilpraktikerin in Basel und bin in einer Praxisgemeinschaft von Alternativ- und Komplementärmedizinern und wir haben eine Ärztin dabei, die ist Neurologin. Kurz zum Inhalt, es sind nur drei Punkte und die drei Punkte sind relativ groß. Es geht um Ursache und Symptome ganz kurz. Ich werde es auch ganz kurz halten, weil Sie kennen alle die Ursachen und die Symptome. Es geht um die Diagnostikmöglichkeiten, die wir in der TEN haben und die ganzheitlichen Therapiemöglichkeiten, vor allem in der Remission, nicht in der akuten Phase. Das hat viele Busche sehr klar gesagt und auch sehr gut gesagt. Es ist integrativ, unsere Arbeit. Und nachher dann im Allgemeinen das Q&A. Ich habe einige Patienten und Innen, die sind sehr jung, also im zweiten oder dritten Jahrzehnt und die werden aus dem Leben gegriffen oder gerissen. Die haben vorher schon Symptome gehabt, aber das war nicht so im Zusammenhang mit dem Darm. Also ob es jetzt Müdigkeit ist, latente Temperaturen, immer wieder Gelenkschmerzen und dann kriegen Sie plötzlich eine Nachricht oder Sie haben diese Durchfälle, Sie haben Bauchkrämpfe, Gewichtverluste, Mangelversorgung natürlich, da komme ich noch drauf zu. Und Sie gehen zum Arzt und werden da sehr gut betreut, aber Sie merken, wie auch Philipp gesagt hat, ich glaube, ich brauche noch etwas zusätzlich. Und ob es jetzt bei uns die Umwelteinflüsse, wo wir sehr stark sehen, der chronische Stress, ob es Rauchen, Medikamente sind, es gibt immer wieder ein Thema, wo sie dann zu uns kommen. Die Diagnostikmöglichkeit der TEN ist bei uns, Patienten und Innen kommen oft mit Laborberichten schon, die sind gut ausgerüstet, die haben Berichte, die sind über Jahre schon betreut von Schulmedizinern und das Einzige, was wir machen können, ist natürlich das Blut nochmals anzuschauen, zu schauen, sind die richtigen Parameter gewählt worden. Wir machen sehr oft Stuhl- und Fäkalparameter, aber meistens auch in der Remission, weil wenn der Durchfall oder wenn der Stuhl so flüssig ist, haben wir natürlich ein Problem zum wirklichen Parameter. Meine Zeit ist noch nicht. Da komme ich auch gerne drauf zu, was sind die wichtigen Parameter, wenn wir den Stuhl anschauen. Dann Mangelerscheinungen und Nährstoffdefizite. Das ist für uns sehr wichtig, wo wir schauen auch, warum ist der Mangel da, warum ist bei der Ernährung gewisse Stoffe können nicht gehalten werden. Und dann komme ich natürlich in mein Lieblingsthema, in der Konstitutionslehre. Also genau. Und da nehme ich jetzt nur eins, das ist die Iris-Diagnostik. Wir haben auch andere Diagnostikmöglichkeiten wie die Zunge und der Puls, aber das hätte dann den ganzen Rahmen gesprengt. Und deshalb habe ich eins rausgepflückt, weil ich denke, anhand von der Iris, wir sehen keine Krankheiten, aber anhand von den Iris sieht man, wie der Mensch auf die Welt gekommen ist und wie aus dieser Disposition mit Faktoren wie Umwelt, Lebensstil und so weiter, was ist daraus entstanden? Da möchte ich gerne drauf einkommen. Dann ganz kurz, Sie kennen sicher alle diese Laborwerte. Für uns ist es ganz wichtig, die Entzündungsaktiven zu sehen. Für uns ist es ganz wichtig, die Laborwerte zu sehen. Sind sie alle ausführlich? Sind sie kontinuierlich? Werden sie kontinuierlich genommen. Sieht man das Nährstoffprofil, da haben wir unterschiedliche Parameter, eine für Morbus Crohn und eine für Colitis ulcerosa.
für Morbus Crohn ist es eher, dass die Natrium, Kalium, Calcium, B12, weil es ist ja oft im terminalen Ileum, B12, Folsäure, wo dann fehlt. Dann bei uns natürlich Stuhlanalytik, fäkale Parameter, die für uns sehr wichtig sind, weil wir da genau raussehen können, in welcher Phase war oder ist der Patient gerade, auch wenn er keine Entzündungen hat oder sich gut fühlt. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich der Leaky Gut Marker. Der ist für uns sehr wichtig, weil wir da auch sehen, ganz relativ einfach, wie ist der Zustand von Darm. Auch in einer Remissionsphase, auch wenn der Patient schon oder die Patientin schon 1-2 Jahre in einer Remission ist, sehen wir anhand von den Markern, wo stehen wir. Dann da kurz erklärt Mangelerscheinungen, Nährstoffdefizite. Wir haben ein bisschen unterschiedliche. Ich weiß nicht, wie die Erfahrung ist in der Schulmedizin. Wir sehen, wie vorhin erklärt, wir sehen oft, dass B12, Calcium, Magnesiummangel öfters bei Morbus Crohn, weil einfach die Aufnahme erschwert ist, wenn der letzte Teil vom Dünndarm entzündet ist, weil überhaupt keine Aufnahme passiert. Und da können wir auch wieder eingreifen, unterstützen natürlich in der Orthomolekular-Thematik. Und Gewichtsverlust, komme ich in der Ernährung drauf zu. Für uns ist die Ernährung sehr wichtig, weil wir wollen nicht, dass es hyperkalorisch ist, die ganze Ernährung, sondern sie soll spezifisch zu diesem Patienten passen. Was ich habe, ist der nächste Teil, ist die Diagnostik bei uns in der Naturheilkunde, in der traditionellen europäischen Naturheilkunde. Und wir gehen natürlich als Mensch, als Ganzes. Also bei uns gibt es nicht einfach der Darm und der Darm hat jetzt eine Entzündung oder wir haben einen Gelenkschmerzen, das ist eine Entzündung, oder wir haben eine andere Entzündungsmarker, sondern wir schauen den ganzen Menschen als Ganzes an. Das heißt aber auch, dass auch wenn der Patient jetzt zu uns kommt und sagt, ich bin in einer Remission von Colitis ulcerosa, schauen wir trotzdem der ganze Mensch an, weil nur da macht Sinn, und zu erkennen, von wo kommt die Entzündung, was ist die Source, ist es der Stress gewesen, ist es vielleicht auch eine Schwäche von einem Organ. Und da gehen wir auch nicht, wie Philipp gesagt hat, wir machen keine Kaffeesatzlesen, sondern wir gehen strukturiert vor und schauen, wie ist das Temperament. Und ich möchte, deshalb habe ich es eingeführt, ich gehe nur auf die Konstitutionslehre ein, aber für uns ist natürlich wichtig, wie kommt der Mensch, in welchem Alter ist er, wie ist das Temperament, wie ist die, wir reden natürlich von den 4 Kardinalsäften, also in welcher Situation ist der Patient jetzt und von woher kommt er. Die Konstitution, die Iris-Diagnostik, also wir machen Bilder von der Iris. Ich möchte kurz 3 Fälle vorzeigen. Die sind von den Augen her absolut unterschiedlich. Also wir können nicht sagen, blaue Augen haben das, grüne Augen haben das, braune Augen haben das, sondern es geht immer um die Zeichen in den Augen. Was ganz wichtig auch ist, wir sehen keine Krankheiten. Also ich kann nicht das Auge anschauen und sehe, okay, Sie haben jetzt einen Colitis ulcerosa. Das sehe ich nicht. Aber was ich sehe, sind Erkennungen von Strukturveränderungen. Und einerseits bringen wir das mit der Geburt von unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Und auf die andere Seite sehen wir, was dazu gemacht wurde. Also wir sehen beide Augen, wir schauen beide Augen an. Und Sie werden sehen, keine Person hat die gleichen Augen. Also ich rede jetzt nicht von Blau und Grün, das wäre ein bisschen, gibt es auch. Aber wir sehen, was ist in der Zeit, bis die Person zu uns gekommen, passiert ist. Und wir reden nicht von pathologischen Zeichen, sondern wir sehen, was ist passiert. Und da möchte ich gern zum Beispiel auf diese junge Dame, sie ist jetzt mittlerweile 22, also ich habe
die das Okay geholt, dass ich sie vorstellen darf. Ich mache nicht den Fall, sondern ich zeige nur, was dieses blaue Auge uns zeigt. Auf der einen Seite ist es die pathophysiologische Seite, also sie hat ein sehr hohes, wir sehen ein sehr helles Auge, wir sehen das Nervensystem. Wenn ich so ein Auge sehe, sehe ich ein sehr hohes Nervensystem. Also es ist eine hohe Sensibilität und Irritabilität auf allen Nervensystemen. Und das spielt bei mir jetzt im Moment nicht die Rolle, ist es motorisch, vegetativ, zentrale Nervensystem, sondern es ist alles. Dann sehe ich auch, dass die Person sehr schnell, sehr aktiv, sehr ohne große Zeichen auf nervale Umwelteinflüsse reagiert. Viel mehr als zum Beispiel jetzt ein dunkles Auge. Also ich sehe auch da, dass die Reizbereitschaft bei dieser Person sehr hoch ist. Ich habe dann nur den Bereich genommen vom Verdauungstrakt. Da sieht man auch wieder, es sind sehr hyperkinetische, also ich habe auch hyperirritable Reaktionsmuster vom Nervensystem aufgeschrieben. Das sind immer hyperkinetische Sachen. Die kommen, gehen schnell, kommen, gehen schnell. Es geht immer auf die beiden Seiten. Und wenn etwas ist, ist es immer mit sehr hohen Reizen verbunden. Wir haben aber nicht nur, wenn ich so ein Auge sehe, dass wir sagen, okay, das ist jetzt Darm. Diese Personen reagieren im Nervensystem, das ich erklärt habe, im Herz-Kreislauf-System ist auch immer hyper. Also sie reagieren sehr schnell auf Irritationen, wie zum Beispiel, dass der Puls sehr schnell geht, dass Irritabilitäten im Herz sind, dass es Flimmern im Herz könnte sein. Dann ist das Verdauungstrakt, habe ich erklärt. Atemwege, sie reagieren sehr schnell auf Umwelteinflüsse von außen. Und es sind natürlich auch Haut. Haut gehört immer dazu, weil es kommt immer bei uns, die Krisen sind für uns am einfachsten, wenn sie über die Haut kommen, wenn sie nicht nach innen gehen und nach außen. Und das heißt auch, wenn Irritabilitäten jetzt im Darm entstehen, sind bei uns immer klar, es ist Haut, Schleimhaut und Flora. Das gehört bei uns zusammen. Und besonders bei solchen Patienten mit einer hohen, nervalen Situation sind die Themen gehören zusammen. Die zweite ist ganz ein anderes Auge. Wir nennen das gastrisch. Ich glaube, die ganzen Details zu erklären, wäre ein bisschen schwierig im Auge. Was sehen wir? Wichtig ist auch, dass wir, jeder Mensch hat nicht nur eine Konstitution, die er mitgekriegt hat, sondern hat sehr viele. Das bedeutet aber, wenn der Mensch zu uns kommt, der Patient oder die Patientin zu uns kommt, schauen wir alle Konstitutionen an. Und schauen dann, welche Konstitution hat im Moment eine Disbalance, hat eine Schwäche. Und bei dieser Person ist es, weil es gastrisch heißt, das heißt aber nicht, es hat primär mit dem Magen zu tun, sondern die Person hat eine Hyperkinese. Alles, was mit dem Verdauungstrakt passiert, passiert auch sehr schnell und aktiv. Das heißt aber nicht, dass diese Person prädestiniert ist für Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, sondern diese Person hat, wenn sie Stress oder Kummer oder Trauer, kann es mit dem Magen zusammenhängen. Aber das heißt nicht, wenn ich so eine Person sehe, dass ich gleich sage, Achtung, ihr Darm, überhaupt nicht. Weil es kann ja auch sein, dass diese Person sehr gut bis jetzt durchs Leben gegangen ist. Aber wenn eine Disbalance passiert, dann kann es sein, dass es im Verdauungstrakt ein Thema gibt. Also ich habe hier auch die häufigsten Symptome aufgeschrieben, wo die Person haben könnte, aber muss nicht. Auch die Entzündungsfaktoren, weil einfach alles sehr hyper ist. Die dritte Person, wir nennen das biliäre Konstitution. Bei uns gibt es keine grünen Augen, auch wenn sie sehr schön sind. Ich habe auch grüne Augen. Aber wir kennen das nicht, sondern es ist eine Mischform. Wir nennen es auch Kollagene. Es ist eine Mischform zwischen Blau und Braun. Und das heißt, es sind mehrere Pathogene oder mehrere Konstitutionen drin, die verschiedene Pathophysiologien herstellen können. Also ist auch wichtig, ich habe das Thema rausgenommen von der Verdauungstrakt. Und Sie sehen, es sind andere Themen, die sie haben. Es ist oft leberbedingt. Es ist also an der rechten Seite gibt es
Füllegefühle, es gibt mehr Darmgeräusche, es gibt mehr Übelkeiten als beim vorherigen. Das muss auch nicht heißen, dass diese Personen Colitis ulcerosa haben, aber es kann eine Präsistinierung sein, wenn die Person in die Disbalance gekommen ist, dass das eine der Funktionen wäre. Ein Beispiel, das habe ich deshalb aufgeschrieben, ist oft, wenn man die Zunge anschaut, die Zunge ist eigentlich der Ist-Zustand von 1-2 Stunden. Also ich sehe auch, wenn ich eine Person behandle, ich schaue immer die Zunge vorher an und schaue sie nachher dann. Nach 1,5 Stunden ist die Zunge verändert. Vor allem, wenn ich natürlich mit dem Darm arbeite. Was jede Person anschauen kann, wenn er morgen aufsteht, kann er die Zunge anschauen und sieht, also meine Patienten machen das mittlerweile, weil sie wissen, auf was muss ich schauen überhaupt. Dass zum Beispiel jetzt eine gelblich belegte Zunge, die es nicht vom Kaffee ist und nicht vom Tee ist, das zeigt uns immer, dass es Lebersachen sind. Es sind Leber-Gallensachen, die das Thema hochbringen könnten. Oder der bittere Geschmack im Mund. Also wenn es nicht gerade Eisengeschmack ist, ist es auch ein Zeichen von dieser Konstitution, wo man dann schauen muss, wie ist die ganze Verdauung, wie ist das Ganze im Stuhl. Stuhl ist für uns natürlich extrem wichtig. Denn was der nächste Punkt ist, wir gehen ganzheitlich. Also wir gehen nicht, und da war ich sehr froh über den Philipp, wir versuchen immer ganzheitlich alles zu sehen. Und das heißt, die Therapiemöglichkeiten ist nicht nur unsere Pflanzen, unsere Phytotherapie. Es sind nicht pflanzliche Fertigmittel, die wir benutzen. Machen wir alles auch. Es sind nicht nur manuelle Therapien, die wir machen, sondern es ist eine Kaskade. Wenn jetzt jemand kommt in der Remission und sagt, ich bin gut unterwegs, aber ich merke, ich kriege mein Gewicht nicht in den Griff, ich habe Völlegefühle, wenn ich das und das esse, ich habe Angst, ich habe große Angst, wenn ich das esse, ich bin immer wieder depressiv und ich nenne es jetzt wirklich depressiv, ich bin traurig, ich habe Scham, ich habe Angst. Ich habe jetzt Angst vor Covid gehabt, ich habe Angst überhaupt mein Haus auszugehen, obwohl ich eigentlich in einem guten Zustand bin, schauen wir alles an. Wir schauen die Ernährung an, wir schauen die Ausleitung danach an. Es kann ja auch Störfaktoren haben, zum Beispiel in den Zähnen. Es kann Störfaktoren haben von Schwermetallen, nicht nur Amalgam, sondern es kann, oder Quecksilber. Es kann auch sein, dass die Person ziemlich lange geraucht hat, bevor der erste Schub gekommen ist. Das schauen wir alles an. Dann gehen wir in den Darm hinein. Wir bauen den Darm auf und das ist nicht einfach eine Sanierung. Ich habe dieses Wort sehr ungern, sondern es ist ein Aufbau. Es ist ein Aufbau zu schauen, wie geht es dem Darm, was braucht der Darm. Dann der letzte Punkt oder die Bewegung und dann kommt die psychische Belastung, da habe ich sehr oft, arbeite ich mit anderen Komplementär- und Alternativtherapeuten zusammen und ich erkläre dann auch noch, warum. Ernährung, der Burkhard Schütz, vielleicht kennen Sie ihn, er ist Wissenschaftler von Biovis. Er sagt einfach, der Kontakt zwischen Körper und Umwelt ist der intensivste. Und weil es genau da die Darmschleimhaut ist. Das heißt, die ganze Verdauung ist zwar mitten im Körper, aber sie ist Außenwelt. Weil die Außenwelt, wenn wir das in unseren Körper bringen würden, dann wären wir wahrscheinlich sofort vergiftet. Also immediate. Alles, was wir einnehmen. Und deshalb nehmen wir auch sehr stark Bezug zu der Darmschleimhaut. Was ich immer Patienten sage, dass sie mal überhaupt wieder ein Gespür kriegen zu ihrem Essen. Wie sieht denn das Essen mit zum Beispiel mit den Symptomen aus? Wie sieht das Essen mit meinem Stuhl aus? Dass man überhaupt da merkt, es gibt eine Verbindung dazwischen. Machen Patienten bei mir sehr gerne Ess- und Symptomtagebücher. Das heißt, Sie fangen mal an, ich gebe Ihnen vielleicht die Indikation, was brauche ich, dass ich es überhaupt lesen kann. Und mittlerweile machen Sie das sukzessiv, weil Sie können daraus lesen,
was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Also was habe ich, weil man sieht eine direkte Verbindung zwischen dem Essverhalten, dem Symptomverhalten und zum Beispiel dem Stuhl danach. Dann langsames, sorgfältiges Kauen. Ich glaube, das kennt jeder von Ihnen. Das kennt jeder, weil er weiß, ich darf gar nicht so viel essen, ich vertrage nicht so viel, also ich werde langsam kauen. Dann viel trinken, jedoch nicht zum Essen, das ist für viele fremd. Im Restaurant kriegt man immer Wasser dazu, man bestellt immer Wasser, man hat immer seinen halben Liter dabei. Es ist ganz wichtig, viel zu trinken, gerade bei chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, aber bitte nicht zum Essen, weil die Magenflüssigkeit wird verdünnt. Es gibt keine saubere Verdauung, wenn wir da sowieso schon schauen müssen, dass wir möglichst eine einfache Assimilierung haben von dem, was wir einnehmen. Weil alles, was wir einnehmen, ist fremd, auch wenn wir die Karotte kennen. Wir wissen, die ist vom Bauer. Aber jeden Tag, jede Karotte ist fremd. Und das muss der Körper jedes Mal assimilieren. Und deshalb schauen wir auch, dass die Ernährungsweise, gerade am Anfang, sehr einfach assimilierbar ist. Ich habe hier einfach zwei Ernährungssysteme aufgeschrieben. Bei mir ist die Ernährung immer individuell. Aber wenn eine Person oder eine Patientin oder ein Patient noch neu in der Ernährung ist, gibt es ihnen ein bisschen einen Halt, wenn es so ein System gibt. Und was ich Ihnen dann immer empfehle, ist die antientzündliche Ernährung, und zwar aus dem Grund, weil die wenigsten Personen vertragen wirklich Weizen, die wenigsten Personen vertragen wirklich Kuhmilch, und das ist nicht einfach ein Hype, dass ich jetzt da mitlaufe wegen der veganen Ernährung, sondern es sind Triggerpunkte drin, es sind Lektine drin, es sind nicht nur Gluten drin oder Laktose, sondern sind wirklich Entzündungsfaktoren, die ja der Darm, der schon nicht hundertprozentig und auch die Darmschleimhaut nicht mehr ganz hundertprozentig da ist im Moment, gibt es natürlich zusätzliche Triggerpunkte. Dann auch sehr empfehlenswert ist eine basische Ernährung. Basisch heißt, es gibt in Remissionsphasen, kann man sagen, okay, 80% basische Ernährung, 20% gute Säurenbildner. Also Hafer zum Beispiel ist ein guter Säurenbildner, obwohl er eigentlich dem Körper eine gewisse Säure zugibt. Aber in der Kombination funktioniert das sehr gut. Wenn wir Entzündungsphasen haben, würde ich oder schlage ich meinen Patienten und Patientinnen oft eine komplett basische Ernährung vor. Schau aber, dass sie nicht in eine Mangelernährung kommen. Also da werden wir auch orthomolekularisch werden wir zuführen. Das komme ich auch noch dazu. Was auch gut ist, ist immer, und da bin ich auch froh vom Philipp, Einbeziehen von Gewürzen und Kräutern. Also das Kurkuma, die 2 Gramm pro Tag oder 1 bis 2 Gramm pro Tag. Wir nehmen das natürlich auch teilweise in Tabletten ein, wenn es der Patient verträgt, weil es einfacher ist in Kapselform. Wäre natürlich, was er auch erzählt hat, ist Ingwer, Süßholz, Minze, Petersilie. Wir können auch Boxhornklee nehmen. Also dass das integriert wird, automatisch in die Ernährung. Dann auch das, was er gesagt hat, das wird, glaube ich, auch nachher noch kommen, ist das Teilfasten. Einfach dem Darm einmal eine Pause gönnen. Eine gewisse Zeit nicht verdauen zu müssen, tut dem Darm manchmal sehr gut. Dann bei akuten Schüben, ich kriege Telefons und sage, ja, ich habe einen akuten Schub, was soll ich machen? Ich vertrage gar nichts mehr. Da geht es immer darum, nur diese, im Moment diese Phase zu überbrücken. Die geht ja hoffentlich nicht lang oder zumindest bei meinen Patienten und Ihnen, dass ich einfach schlage, versuchen Sie möglichst einfach zu essen. Ob es jetzt Schleimsuppe ist aus Reis- und Hirsflocken, gekochte oder pürierte Kartoffeln, das dickt ein bisschen den Stuhl wieder ein. Wassertee, da kann man auch sehr gut karminativ arbeiten, mit Kamille, Fenkel, Kümmel und Anis, haben wir auch schon gehört. Einfach Vorsicht mit Fetten und Ballaststoffen. In dieser Phase sind Ballaststoffe für den Körper zu viel und der Verdauungsaufwand ist viel zu hoch. Also da wird es auch wieder Blähungen geben, da wird es Aufstoßen geben. Was ich generell, und das ist
habe ich auch aus Erfahrung, gewisse Punkte sollte man einfach meiden. Es gibt unglaublich eine große Palette an Lebensmitteln, die dann nicht in die entzündliche Phase reingehen, die nicht triggern. Und das sind ganz wenige, aber doch Punkte, die man einfach sagen kann, okay, gerade am Anfang, ich lasse gewisse Darmallergien weg. Schweinefleisch ist für jedermann, darf ich glaube sagen, ein großer Allergen. Wahrscheinlich ist es uns wirklich zu nah. Also Schweinefleisch würde ich in jeder Form für jede Person meiden. Dann künstliche Nahrungszusätze, das ist natürlich ganz schlimm, wenn die ganze Darmschleimhaut nicht so aufgebaut ist, wie es sein sollte, sind künstliche Nahrungszusätze sehr schwierig für den Körper. Einfach auch, weil meist oft, wenn es ein Leaky Gut ergibt oder gibt, dann ist die Barriere gar nicht mehr da oder sehr wenig und sehr löchrig. Oder Leaky Gut heißt löchriger Darm. Und das heißt auch, dass die ganzen Zusatzstoffe, die der Körper eh nicht kennt, die gehen durch und machen weitere Entzündungen von den Toxinen. Dann, ich glaube, für viele ist das ganz klar, Fertigprodukte, Mikrowelle benutzen, würde ich nicht empfehlen, empfehle ich niemandem von meinen Patienten und Ihnen, egal in welcher Konstellation, in welchem Feld sie kommen. Hyperkalorische Diäten habe ich schon erwähnt, also auch wenn man Gewicht verloren hat, dann kann man das sehr langsam, aber man kann es kontinuierlich aufbauen. Und da komme ich gleich zum nächsten Punkt, das ist die Ausleitung. Ich schaue die Zähne an, ich arbeite auch mit Zahnärzten, die sehr gut Amalgam empfehlen können. Metallkombinationen, die Inlays, sind manchmal sehr schwierig zu ertragen, gerade wenn man in einer Entzündung ist, wenn man in entzündlichen Phase ist. Zahnsanieren würde ich niemals in einer entzündlichen Phase machen. Also immer, wenn man stabil ist, wenn man schon länger, kann man die Zähne anschauen, nie miteinander kombinieren, weil die Belastung für den Körper ist viel zu groß. Dann morgendliches Öl ziehen, schon rein durch das Entgiften im Mund, weil der Mund fängt an. Also der Mund ist der Beginn vom After bei uns. Also alles, was wir im Mund schon ausleiten können, was wir verdauen können, können wir im ganzen Körper nie mehr nachholen. Dann Säure-Basen-Haushalt, das ist natürlich oft in chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, ist man übersäuert. Also auch das schaue ich an. Aber man muss nicht einfach Basenpulver schlucken und denken, jetzt ist gut, weil das funktioniert gar nicht. Es gibt ja unterschiedliche von Basenpulver. Sind es Bicarbonat, sind es Zitrate, sind es... Also da muss man auch schauen. Man kann nicht einfach in die Apotheke und Drogerie gehen und dann Basenpulver kaufen. Das geht gar nicht. Man muss schauen, wie sind sie zusammengesetzt, was für Mineralien sind sie drin, was für Zusätze haben drin, weil der Markt ist riesig von Basenpulvern. Dann geht es in die Phytotherapie. Da habe ich unterstütze immer Leber, Niere, Pankreas und die Milz. Das sind die Organe, die wirklich Unterstützung brauchen. Und da bin ich auch wieder froh gewesen. Wir haben ähnliche phytotherapeutische Pflanzen von der Konstitution her, die wir aus dem Auge, aus der Anamnese, Zunge, Puls ersehen, können wir konstitutionell zum Beispiel eine Tinktur. Die Tinktur beinhaltet aber nicht nur Urtinkturen, also nicht nur Urpflanzenstoffe drin. Sie können auch Mineralien, sie können Homöopathie, können sie beinhalten und die werden alle zusammengeführt, individuell für die Person, die kommt. Also wir haben kein Muster oder ein Rezept, das wir aus der Schublade ziehen, sondern sie ist immer individuell. Dann haben wir das Lymphsystem bewegen, klar, wir müssen, weil es ist immer Lymphe, Schleimhaut und Flora zusammen. Also Flora ist ja jetzt das Mikrobiom. Biochemie, Schüsslersalze, gibt es eine große Palette, wenn es gewünscht ist. Meistens haben sehr viele Schüsslersalz zu Hause im Schrank. Sie wissen nur nicht, wie sie sie anwenden sollen. Manchmal nehmen sie eins. Ich kenne die heiße 7 zum Beispiel. Da werden wir auch, oder da gehen wir sehr stark ein, wenn die Person das möchte. Dann haben wir die orthomolekulare Medizin, weil der Missstand, dass wir eine Unterernährung haben, ist auch das Defizit da, dass gewisse Vitamine, gewisse Mineralien nicht da sind. Und da schauen wir natürlich,
was ist das, wo fehlt. Wir können auch aus den Blutbildern, ich mache ja auch Dunkelfeld, da sehen wir auch gewisse Mangelerscheinungen, können wir das substituieren. Der Darmaufbau geht ganz langsam. Also ein Darmaufbau ist nicht in 2 Monaten gemacht, sondern geht teilweise über Jahre. Und was wichtig ist, hat der Patient überhaupt Parasiten? Gibt es so etwas? Wurde im Stuhl Parasiten gesehen? Gibt es auch noch Missstände von vorher? Gibt es Würmer? Also da schauen wir sehr genau und versuchen in unterschiedlichen Phasen, ob es jetzt ätherische Öle sind, pflanzliche Bitterstoffe, Artemisia, wir benutzen das sehr oft beim Ausleiten plus Darmaufbau, ist für uns eine wichtige Pflanze. Wir haben aber auch Genziana, das ist der höchste Bitterstoff, das ist der gelbe Enzian und so weiter. Dann Xeolit, Bentonit, das ist einfach so, dass wir die Toxen sammeln oder zusammenführen und relativ einfach ausleiten können. Weihrauch und Myrrhe ist bei uns immer in der Therapieform drin. Manchmal nur Weihrauch, manchmal nur Myrrhe, manchmal in Kombination. Dann der Schleimhaut muss ja auch stabilisiert werden. Da haben wir auch die Flohsamen, die haben wir heute gehört. Heilerde. Heilerde nicht in entzündlichen Phasen einnehmen. Die kann man vielleicht äußerlich, wenn eine Entzündung im Gewebe ist, aber nicht einnehmen, wenn Entzündung da ist. Dann Milieuvorbereitung. Ich nenne es mal Vorbereitung. Es ist Präbiotika, Probiotika. Wir können das auch sehr gut in der Ernährung einführen. Es muss nicht immer gleich Mikroorganismen sein. Lebende Mikroorganismen verträgt man manchmal gar nicht so, sondern man kann es auch mit der Ernährung einführen. Dann Akazienglutamin ist natürlich wichtig für die Ernährung vom Mikrobiom. Bewegung habe ich schon kurz erklärt. Es ist wichtig, nicht über die Ernährung, über hyperkalorische Ernährung wieder Gewicht aufzubauen, sondern ich habe lieber, wenn die Muskelmasse erhöht wird, weil man kriegt eine bessere Stabilität. Die Psyche ist viel einfacher wieder zu sehen. Man merkt auch, ich bin wieder da, ich gehöre zur Welt. Das ist auch, was Philipp sehr schön gesagt hat. Ich bin da, ich bin wieder. Also die Frage, wer bin ich, was ist mein Leid? Das kann man sehr gut oder einfacher, wenn man wieder in eine Bewegung, in einen Rhythmus reinkommt, kann man das viel besser handeln. Dann habe ich Yoga. Stimuliert den Vagusnerv. Es geht natürlich immer um den Kopf und das enterische und das zentrale Nervensystem. Da kann man das sehr gut verbinden. Die Dorntherapie ist ein Teil von unserer Therapie, wo wir auch die Gelenke, die Wirbel wieder ins richtige Lot, in die Stabilität setzen können. Was haben wir noch? Die positive auf die Psyche ist natürlich in der Bewegung sehr gut, weil der Stress ist oft da und man muss nicht einen Marathon rennen, aber man muss in der Bewegung bleiben. Also ich sage meinen Patienten lieber walken jeden Tag, als irgendwie ein Stresssymptom hervorbringen. Dann das Letzte, was ich sehr gerne habe, ich habe ein bisschen überzogen, es tut mir leid. Ich habe ganz kurz diese, ich nenne es eben ein Darm-Hirn-Mikrobiom-Achse, oder man nennt das so, das kommt nicht von mir, ich habe es nicht erfunden. Es geht nicht nur darum, dass die Verbindung über den Nervus vagus vom enterischen Nervensystem, vom Darm, von dem Mikrobiom besteht, sondern es gibt immer eine Verbindung, weil die Verbindung bleibt ja. Auch wenn sie in Stresssituationen sind, auch wenn sie im Moment das Gefühl hat, mein Darm gehört nicht zu mir, das gehört irgendjemand, aber nicht mir, weil das bin ich nicht. Es gibt immer die Verbindung. Und wir können das sehr gut über gewisse therapeutische Maßnahmen wie manuelle Behandlungen, können wir das sehr gut wieder ins Lot bringen. Aber ich arbeite hier sehr gerne mit der Traumaarbeit, weil es sind oft Sachen, die kommen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit. Das wurde nicht verdaut, es wurde nicht bewältigt. Und es ist sehr schön, wenn man eine Psychotherapie macht, aber das ist wieder mit dem Kopf. Und es wird nicht verbunden mit dem enterischen Nervensystem, mit dem Bauchgefühl. Das heißt also, wenn wir zu der Psychotherapie auch eine Körperarbeit machen können
Und da gibt es sehr gute Traumaarbeiten, zum Beispiel die Somatic Experience, dass diese Verbindung auch aus dem Körper, weil der Körper ist sehr intelligent, aber diese Verbindung setzen kann, hilft das oft, die Therapie vom Schulmediziner, wie auch unsere Therapie, schneller zu bewältigen und besser durchs Leben zu gehen. Und das möchte ich sehr gerne. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und alle Literaturverzeichnisse sind hinten dran. Also ich weiß nicht, ob Sie, jetzt habe ich auch einen Fehler gemacht, glaube ich, nein. Die werden wahrscheinlich ausgehändigt. Dankeschön.